Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und heute ist es soweit. Der Geburtstag meiner Frau ist dran. Leider schneller als erwartet. Und ja, ich bin dran mit Kochen. Sie hat sich Königsberger Klopse gewünscht. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Und das wollen wir jetzt machen. Was er dazu braucht. Logischerweise Kartoffeln. Zwiebeln, ein Brötchen oder Toastbrot ohne Kanten, gehacktes, gemischt, Kapern. Ich mache mit Piment und nicht mit Nelken. Pfeffer, Salz, Lorbeerblatt, Butter, Senf. Getrocknete Petersilie, ihr könnt auch frische nehmen, habe ich aber nicht mehr da. Und weil Feiertag ist, kann ich mir auch keine frische holen. Zitronensaft, obwohl das brauchen wir bei dem gar nicht. Das steht bei dem Rezept, was ich jetzt habe, gar nicht drauf. Ich habe es trotzdem da. Milch und Eier. Und jetzt richte ich euch mal nach unten. So. So. Und dann haben wir hier hinten. Habe ich noch Messbecher und ein Sieb, das brauchen wir für die Kapern. Dann habe ich noch ein Schneidebrett zum alles schneiden. Ein größeres Messer zum Schneiden, ein kleineres Messer für die Kartoffeln. Und jetzt muss ich hier erstmal noch Platz machen. Drei Töpfe habe ich. Einen großen für, ja, da wo die Klopse denn drin kommen. Ein ja, großen, aber ein bisschen kleiner für die Kartoffeln und den kleinen für die Soße. Aber ich muss jetzt erstmal hier noch meine Glasplatte wegmachen. Oder Glasplatten wegmachen. Oh. So. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie gucken, wie wir hier vorankommen. Wir werden gleich die Kartoffeln machen. Weil die brauchen am längsten. Aber ich mache schon mal das Wasser drin für die Klopse. So, das ist jetzt voll, das kommt auf die untere Platte. So, dann brauchen wir das jetzt für die Kartoffeln. Den Kleentopf, den nehmen wir später für die Soße. Brauchen wir jetzt auch noch nicht. Messerschleifer habe ich mir auch bereit gepackt, weil das Messer ist nicht mehr so scharf. Oder machen wir jetzt erst. Das Wasser muss ja erstmal kochen und mit den. Wir machen erst das mit den Klopsen. Wir machen erst das mit den Klopsen. Und dann machen wir die Kartoffeln. Ich glaube ein bisschen sinnvoller. Seht ihr? Ich habe doch noch was vergessen. Wir brauchen nur eine große Schüssel. Da machen wir jetzt die Hack drin. So. Ich lese nämlich hier ab. Wartet mal, ich mach mal ein bisschen rum, dann könnt ihr sehen. Also ich mache jetzt wirklich so, dass ihr nur das alles seht und nicht mich, weil letztens beim Backen und so haben sie gesagt, man hat mich zu oft gesehen. So, Schritt 1.
Das Hackfleisch mit Zutaten. Eier, Kapern? Nee, da mache ich keine Kapern drin. Ich werde euch das Rezept auch unten drunter verlinken. Eier. Wie viel? 3 Stück. Und aufpassen, dass er halt keine Eierschale mit drin haut. Passiert mir ja gerne, deswegen passe ich da gerade ein bisschen auf. Dann können die auch gleich weg. Dann nehme ich hier mein großes Sieb, meinen großen Messbecher, mache da Wasser drin. Und da lege ich jetzt mal das Brötchen drin, damit sich das mal so ein bisschen aufsaugen kann. Weil das nimmt weniger Platz weg, als wenn ich hier noch eine Schüssel hinstelle. Dann können die Eier auch erstmal drüben hingelegt werden, weil die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Die brauchen wir nachher erst wieder. Wenn es ans Eingemachte geht. So. So, jetzt ist es eigentlich ordentlich durchgezogen. Noch die Luft hier rausquetschen. Da könnt ihr ruhig schön drücken, so viel Wasser wie möglich wieder raus. Das ist eigentlich auch nur das, man kann es auch mit Semmelmehl machen, aber, oder also mit Paniermehl, aber ich bevorzuge die alte Version mit richtigem Brötchen. So. Jetzt können wir erstmal, müssen wir erstmal nochmal die Kartoffeln rausholen, dass wir das Wasser hier wegschütten können. So, und so sieht es denn aus. Es ist dann halt wirklich zerbröseltes Brötchen, schön weich. Man kann es so an sich mit drin machen. Ich mache es aber vorher schon immer gerne ein bisschen klein. Weil das hat meine Mutti auch immer so gemacht. Vermengen tut sich das so oder so, aber ich weiß nicht, wo Mutti das gemacht hat. Das ist aber halt schöner. So. Hände waschen. Also mein Handtuch brauche ich. So, jetzt noch ein bisschen Brötchen. So, dann Kapern, Semmelbröseln, Zwiebeln, Senf, Petersilie, Salz und Pfeffer. Gut, bevor wir das andere machen, machen wir jetzt erstmal Zwiebel ins Hackfleisch. Wie viele Zwiebeln kommen da rein? Eine Zwiebel. Okay, eine. So eine große ist das. Hauen wir einfach mal komplett mit drin. Frau mag sowieso Zwiebeln, ich jetzt nicht so, aber naja. Ist ja Fraus Geburtstag, also jetzt nach Fraus. Wunsch. Das stelle ich mir mal kurz hier rüber. Dann soll ich das mal abhellen. War eigentlich damals ursprünglich auch mein Prüfungsessen, aber ich bin jetzt mittlerweile 20 Jahre raus aus der Lehre. Und hier habt ihr dann so, wenn wir so eine eingedrückte Ecke haben, die schneiden wir dann logischerweise raus. So. Auch schön rausschneiden, damit wirklich alles weg ist. Und dann macht sich so ein Brett gut, was man hier in der Mitte falten kann, dann kann man das schön in den Müll machen. Ich habe mir extra meinen Müllbeutel hier angehangen an der Tür. So,
letzten Fussel noch ab. Und weil wir ja sauber arbeiten, das Brett nochmal schnell abwaschen, damit auch wirklich nichts von der Schale drauf ist, von der Zwiebel. So. Jetzt nehme ich aber, weil es eine große Zwiebel ist, das große Messer. So, eine beiseite. Jetzt muss ich überlegen, wie war das jetzt wieder? So war das, glaube ich. Was man denn... Ich muss erstmal überlegen, damit das nicht auseinanderfällt. Ich glaube, so rum war das. So rum. Wir machen jetzt einfach mal so rum. Wenn scheiße ist, ich habe immer noch so einen kleinen Häcksler. Nehmen wir den denn. Warum habe ich denn nicht eigentlich gleich meinen Würfler genommen und die Zwiebel darin, frage ich mich jetzt gerade. Ich habe nämlich so einen guten Würfler, den habe ich für meine Frau gekauft. So, und bei den großen, da könnt ihr ruhig mehrmals schneiden in der Mitte und nicht bis zum Ende. Weil sonst ruppt sich das auf. So. Jetzt nehmen wir das, wo wir das Brötchen drin hatten. Da schütten wir das jetzt einmal rein. Hier hat noch was übrig. So, so. Müssen wir noch eine Zwiebel machen. Die Reste mache ich dann am Schluss. Dann machen wir aber jetzt erstmal so eine Mitte. Ach, scheiße, zu weit geschnitten, beziehungsweise zu schräg. Ich muss auch auf meine Finger aufpassen, weil ihr wisst, wie ich bin. Kleiner Unglücksrabe. Dann habe ich mich zu schräg gemacht. Ich habe Zwiebeln schneiden schon immer gehasst. Schon in der Lehre. Ich hatte auch die Idee gehabt, noch mal einen Kuchen zu machen. Ich habe ja noch das Aroma da und so. Ach Quatsch, die Lebensmittelfarbe da. Aber das Problem ist, ist ja Feiertag, alle zu. Ja, und ich habe keine Zitrone hier, sonst hätte ich nochmal einen Zitronenkuchen gemacht. Weil der hat meiner Frau gut geschmeckt. Muss ich die großen Stücke raussortieren. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Kriegt das nicht so gut hin. Ist ja auch wichtig, dass... Die Liebe! Ja, man macht es ja aus Liebe und dann isst sie das so oder so. Ob da große Stücke drin sind oder kleine. Ich habe aber gerade noch eine bessere Idee gehabt. Ich mache jetzt erstmal nur eine Probe. Weil ich mich jetzt, wie gesagt, verschnitten habe. Machen wir das nämlich jetzt einfach mal ganz leicht.
Braucht dafür logischerweise noch eine Schüssel. Ach Gott. Ich habe nämlich noch ein richtig cooles Ding, was alles sehr klein macht. Machen wir jetzt einfach die Zwiebel rein. Och, mir drehen schon die Augen, die scheiß Zwiebelei, ey. So, komm her. Na, jetzt ist hier Zwiebel reingefallen. Na, ganz toll. So. Dann brauchen wir hier nur drehen. Warum ich denn die gleiche gemacht habe, ey. Aber auf die einfachsten Ideen komme ich wieder nicht. So, und dann haben wir das hier wirklich richtig schön klein. Und wir machen jetzt einfach mal die anderen nochmal mit drin, dass es wirklich kleine Würfel sind. Ach, jetzt habe ich hier... Ach, jetzt ist es darin. Na, egal. Ihr braucht auch nicht komplette Kreise machen, reicht eigentlich hin und her. Kann ich jedem nur empfehlen. Haben wir auch nur für, was haben wir bezahlt, 5 Euro oder so? Wisst ihr jetzt ja nicht. Das haben wir von Netto. Und guckt mal, wie schön klein die Zwiebeln werden. So. Falls ihr euch wundert, was hier gerade jault, das ist meine Katze, die ist nämlich rollig. Nächste hier da drin. So. So. Das ausspülen. Falls wir das nochmal brauchen, den Messbecher. So. Dann das oben wieder rauf. So, reicht. Komm her. So. Ich möchte von hier aus auch nochmal ganz liebe Grüße von meiner Frau und von mir an Oberhavel senden, der meiner Frau auch ein Weihnachtsgeschenk, ihr Geburtstagsgeschenk geschickt hat. Ein Parfüm ist es, das kann ich verraten. Und kurioserweise ist es genau das Lieblingsparfüm von meiner Frau. Was sie sich aber schon in 2 Jahre nicht mehr geholt hatte, weil es zu teuer geworden ist. Jetzt spülen wir das noch schnell ab. Falls wir das nochmal brauchen. Also wir brauchen es ja sowieso nochmal für die Soße, für die Zwiebeln. So. Und das Brett auch nochmal. Nicht, dass da noch irgendwo Zwiebelscheiße dran ist. Und dann nehmen wir uns mal einen Lappen. Weil bevor wir weitermachen, sauber machen. Achtet meine Frau drauf nämlich, weil wenn die nachher hier rinkommt in die Küche, sieht aus wie bei Russen nach dem Feldeinsatz, dann ist Polen offen, aber richtig. Ihr reißt mir den Kopf ab und scheißt mir den Hals. So, jetzt haben wir Zwiebeln. Senf, Petersilie. Petersilie haben wir hier. Das haben wir. Salz, Pfeffer haben wir hier. Vermengen aus etwa 100 Gramm schwere Klopse machen. Okay. Gut. Dann können wir das erstmal wegräumen. Dann kommen jetzt die Zwiebeln. Dann ist aber ein bisschen viel, aber ne, okay. Wenn die sagen, eine Zwiebel, haben wir da eine Zwiebel drin. So, dann so.
Petersilie schön, da soll man nicht sparen mit. So, achso, warte mal, das ist das Falsche. Salz. Senf, Petersilie haben wir jetzt drin, Salz, Pfeffer. Geht. So, Pfeffer. Und Senf müssen wir vorher schütteln. Ich habe so eine Flasche, wie ihr seht. Und da setze ich gerne das Öl ab. Und das ist dann halt nicht so schön. Ich würde sagen, das reicht. Dann klickst du noch. So. Wenn ihr Ringe habt, oh, die natürlich vorher abnehmen. So, jetzt wird alles vermengen. Richtig schön mit der Hände. Alles schön durchkneten. Ich glaube, es ist doch zu viel Zwiebel. Jetzt riecht das einfach alles nur noch nach Senf. Ich glaube zu viel Senf oder so. Aber werden wir hier sehen. Wir müssen jetzt erstmal ordentlich durchkneten. Noch ist es sehr feucht. Wird aber schon trockener. Zeig's euch auch gleich. Ich mache noch ein bisschen Semmelmehl drin, damit er noch ein bisschen trockener wird. Bin damit gerade nicht so zufrieden. So, ich zeige euch das mal. Muss erstmal hier alles abkratzen von den Händen. Das sieht gerade ein bisschen eklig aus. So. Ist immer eine Sauerei. So. Aber erstmal Hände waschen. So, das sieht jetzt bei mir so aus und das ist eindeutig noch zu feucht. Wenn ihr das dann zu feucht habt, weil ihr zu viel Senf genommen habt oder weil das Fleisch einfach zu viel Wasser rauskommt, weil ihr wisst, wie es ist mit dem neumodischen Fleisch, was man billig kauft, mit dem gehackten und da Schutzatmosphäre abgepackt und was da alles drauf steht, da ist mehr Wasser drin als alles andere. War früher nicht so. Wo haben wir ein Semmelmehl? Jetzt muss ich erstmal überlegen. Weil ich kenne mich ja hier ja nicht aus. Das ist ja alles meine Frau, ihr Revier. Und ich weiß immer nicht, wo was steht. Hier ist kein Semmelmehl. Oder? Doch, ich hab's doch noch. Also. Leider halt jetzt nur so Fertigzeug. Sonst haben wir mal selbst gemachtet. Macht meine Mutter nämlich dann immer selber. So, ich will jetzt nicht zu viel nehmen, das soll ja auch nicht zu trocken werden. Dann habe ich jetzt so gemacht, dass es so ein bisschen überdeckt ist. So, und jetzt kneten wir es nochmal. Und hoffen, dass es trockener wird, aber so wie es aussieht, nicht. Da ist noch zu wabbelig. Da muss noch mal eine kleine Prise muss noch mal rein. Die sollen ja nicht glitschig sein, sondern schon feucht, aber halt nicht zu glitschig, damit man die halt vernünftig formen kann. Ja, da muss noch mal ein bisschen, eine Prise muss noch, aber wir nähern uns schon dem Ziel. Eine Prise könnte ich noch, aber dann ist mein Zeug auch alle, aber wir nähern uns
dem Ziel. Ich habe auch extra das passende T-Shirt jetzt dafür an, mit Homer Simpson, das kennt er ja. Fat and happy. Falls da Kommentare kommen, ja, ich weiß, ich habe das mit Absicht angezogen. Und ja, auch ich weiß, dass ich was dicker geworden bin. Und ja, ich weiß, ich muss abnehmen. Es geht aber nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Und ja, ich kann eine Selbstironie haben. So, seht ihr, schon das alle. Da haben wir schon mal wieder Müll. Aber jetzt kommt es auch langsam. Jetzt ist es so, wie es sein soll, so in etwa. Ich habe es halt nicht so glitschig in Erinnerung. Bei mir, in Erinnerung ist es etwas trockener gewesen, aber jetzt kommt es. Hier kommt es jetzt richtig. Ja, doch. Doch, 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 doch. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. So. So ist es schön. So, kann ich euch mal zeigen. Sieht das so aus. Ist nicht mehr so glitschig. Das können wir hier schon mal vorbereiten. Ich lasse die Klopse, also den Teig lasse ich jetzt hier noch ein bisschen liegen. In der Zeit richte ich jetzt die Brühe an, wo die Klopse dann reinkommen. Dann geht auch noch mal ein bisschen Feuchtigkeit hier raus. So, und das Wasser muss ja kochen. So, das Kochwasser für die Klopse. Eine gebräunte Zwiebel, ein paar Lorbeerblätter und ein paar Nelken. Die Klopse ins kochende Wasser geben. Na, dann können wir ja schon mal das Wasser aufsetzen auf die höchste Stufe. Welcher ist denn das hier unten? Der? Ne, der nicht. Der hier vorne. 3. Und bei meinen Töpfen muss ich nämlich aufpassen. Die haben hier keine Beschichtung oben drum rum. Das sind halt Gusseisern, Gusstöpfe und da muss man dann Topflappen sich bereit packen, weil sonst verbrüht man sich die Pfoten. So. Und in der Zeit, wo das jetzt hier anbrät, mache ich nämlich noch die andere Platte an. Das habe ich nämlich voll vergessen. So. Wo habe ich denn? Da. Da muss ich nämlich jetzt nochmal hier unten ran. Vorsicht, da muss ich euch mal kurz drehen. So. Dann kann ich euch wieder zurückdrehen. Ich habe mir nämlich jetzt noch eine Pfanne rausgenommen, wegen Anschwitzen. Die machen wir jetzt mal schön heiß, weil ich habe nur eine kleine Platte. So, dann müssen wir nämlich jetzt noch eine Zwiebel machen. Die braucht da jetzt natürlich nicht so fein machen, weil die kommt sowieso nur ins Wasser, ist nur zum Anschwitzen da. Also von daher braucht er da jetzt nicht so drauf achten. Ich nehme auch die ganze Zwiebel, weil ist ja, der Topf ist ziemlich groß. Wie gesagt, hier braucht er jetzt wirklich nicht großartig drauf achten. Einfach grob schneiden. Das ist nur für die Röstaromen. Und damit das Wasser halt noch ein bisschen besser kommt. Also die Brühe, da muss ich auch noch, siehst du, das habe ich auch noch vergessen, Fleischbrühe rausholen. Da mache ich auch noch ein bisschen Fleischbrühe ins Wasser. Da kommt nämlich dann auch noch ein bisschen kräftiger vom Geschmack. Das färbt alles schön auf die Klopse ab. Das steht im Rezept nicht drin, ich mache es trotzdem. Ich habe das Rezept auch nur
eigentlich hier liegen, stehen, um ein paar Ansatzpunkte zu haben, weil ich sehr nervös bin, damit es auch wirklich gut wird für meine Frau. Und weil ich nicht mehr alles im Kopf habe, wie ich das damals gemacht habe. Kleiner, so. Dann kommt nämlich dann später gut, die Klopse nimmt nicht schön an. Und das Klopswasser nehmen wir ja nachher auch noch für die Soße. Also dann brauche ich jetzt erstmal, nee, hier nicht. In dem Fach. Und das rote ist die Fleischbrühe. Das ist jetzt hier von Netto. Ihr könnt auch andere Brühe nehmen. Einfach stinknormale Fertigbrühe. Da ist jetzt nicht mehr so viel drin. Seht ihr das? Müsste aber reichen. Aber zur Not haben wir ja natürlich noch ein zweites Ding. Ich habe ja im Voraus gehört. Beziehungsweise meine Frau sagt immer, was die kohlen soll. Und dann hole ich das. Hier hat das super in der Überwachung. Dann machen wir jetzt einfach mal Trick 17. Machen wir hier ordentlich was drin, damit ordentlich Geschmack ist. Dann mache ich hier heißes Wasser drin. Dann machen wir den Deckel rauf. Und dann schütteln wir das ordentlich durch. Dadurch vermengt sich das besser und ist dann schon im Wasser. Wenn wir das jetzt gleich drin machen, brauchen wir den großen Pott nicht durchrühren. So. Dann haben wir hier schön die Brühe, die können wir jetzt hier schön in den Topf mit drin machen schon. So, nochmal ausspülen, dass wir auch wirklich jeden kleinen Rest davon nutzen können. So, dann können wir das auch gleich nachher wegschmeißen. Die Brühe brauchen wir jetzt nicht mehr, glaube ich. Stellen wir erstmal wieder weg. Ihr könnt auch variieren, wenn ihr wollt jetzt, wenn ihr jetzt nicht so viel Fleischbrühe wollt, könnt ihr ein bisschen Fleischbrühe, ein bisschen Gemüsebrühe machen. Je nachdem, wie viel Brühe ihr nimmt und welche Brühe ihr nimmt, kriegen die Klopse dann halt später ein etwas anderes Eigenaroma. So. Ja, ich habe hier ein bisschen wenig Platz. Ich hole euch mal ein bisschen näher dazu. So, dann können wir nämlich jetzt hier ein bisschen Öl drin machen. Oh, ordentlich Öl. So. Die Zwiebeln rein. Kann es euch jetzt leider nicht besser zeigen, weil der Topf ist noch davor, weil hier ist die große Platte. Sonst hätte ich euch das gerne mehr gezeigt, wie ich das jetzt hier nehme. Ich nehme jetzt hier einfach das, den Pfannenwender. So. Gucke. Mache jetzt schön alles gerade. So. Dann Deckel drauf. Und dann können wir den nächsten Schritt machen. Und der nächste Schritt ist, weil die Zwiebeln brauchen ein bisschen was. Das Klopswasser für die Klopse. Lorbeerblätter, ein paar Nelken, die Klopse ins kochende Wasser. Gut, dann kommt jetzt hier nur noch. Bei dem großen Pott, wie viel Lorbeerblätter nehme ich? Nämlich 3. Eins, zwei, drei, vier nehmen wir. Was ist ein kleiner? Ein fünftes. So. Man soll ja nicht geizig sein. Und Nelken auch deswegen bei uns nicht, sondern Piment, also da hat meine Frau hochgeschrieben, weil meine Frau verträgt keine Nelken, die findet die eklig.
Also machen wir jetzt hier einfach mal Pimentkörner drin. 1, 2, 3, 4, 5 und eine kleine. Na, Quatsch, warum geizig sein? 6. Na komm her. Soll ja gut schmecken. 7, 8, 9, 10. Ach, und 3 noch extra. Bumm, fertig. Kochen ist auch viel Improvisation. Habe ich den jetzt überhaupt an? Ja, die Platte ist an. Dauert wieder nur ewig und 3 Tage, bis die Platte, bis das Wasser kocht. Das ist immer Kacke. So. Dann können wir hier nämlich jetzt noch die Zwiebeln in der Zeit. Weil ich die natürlich grob geschnitten habe. Mit Absicht auch. Weil ich muss ja nachher von hier Brühe rausnehmen und dann will ich nicht die ganze Zeit sieben. Und weil so viel kleine Zeug dazwischen ist, macht sich das dann halt mit grob besser. Aber die brauchen noch eine ganze Weile. Falsche Deckel. Richtige Deckel. Machen wir jetzt schon mal. Klopse können wir hier hinten hinstellen. Die mache ich nämlich frisch. Also ich mache die nicht, bereite die nicht vor, ruf, ich mach die und dann kommen die drin. Da haben sie zwar alle einen verschiedenen Gärpunkt, weil für den letzten braucht man logischerweise was länger und so, aber wenn die umschwimmen, kann man sie nach und nach raussuchen. Das ist ja überhaupt kein Problem, wir haben ja Zeit. So, dann, achso, falsch. So. Jetzt ans Kartoffeln machen. Muss halt nur noch das kleine Messer mal kurz schärfen, weil irgendwie gehen die halt mittlerweile schneller stumpf als alle andere. Über den hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Hike für 9 Euro oder so bei Amazon gekauft. So. Und das als Sicherheit wegen Metallspänen nochmal vorher kurz abwaschen. So. Wo habe ich die Kartoffeln? Auf dem Fußboden habe ich die Kartoffeln. Hoppala. So, nehmen wir meine Kartoffeln. Viele nehmen immer einen Kartoffelschäler, aber weiß ich nicht. Ich mache es lieber mit Messer. Rucki zucki ist da auch so Kartoffel fertig. In der Lehre musste ich genug Kartoffel schälen. Da geht hier rucki zucki. Bei den Kartoffeln kann ich euch empfehlen, je nachdem wie schnell ihr die Kartoffeln fertig haben wollt, also ob ihr unter großen oder nicht so großen Zeitdruck seid, wie das dauert ja noch eine Weile, also haben wir nicht so großen Zeitdruck, könnt ihr durch die Größe der Stücken variieren, wie lange sie brauchen. Ich mache sie in der Regel eigentlich immer einmal durchschneiden und dann nochmal. Wenn ihr natürlich jetzt Runde haben wollt, weil es dann besser auf dem Teller aussieht, dann könnt ihr auch komplette Kartoffeln drin hauen. Dauert dann natürlich dementsprechend, bis sie fertig sind. Logischerweise. Und rund kriege ich sie nie hin, weil ich es mit Messer mache. Dann müsst ihr dann schon einen Kartoffelschäler machen. Weil mit Messer haue ich dann hier regelmäßig irgendwo eine Ecke drin. Aber das passt schon. Und dadurch, dass ich schön scharf gemacht habe, gleitet das hier durch wie durch Butter. Die Zwiebeln habe ich immer noch unter Kontrolle und höre. Aber ist nur ein kleines Brutzeln. Noch nicht der Rede wert, dass man da irgendwas machen muss. Ah, schon wieder so eine. Habe ich auch neuerdings hier andauernd, also die Netto-Kartoffeln momentan, großzügig abgeschnitten, nee, selbst großzügig abschneiden, bringt dann nichts weg und die nächste. Ich hätte mal größere Kartoffeln holen sollen, dann macht sich dann schneller. Da sitzt man dann halt hier immer ewig dran. Ich könnte das jetzt natürlich schneiden und könnte sagen, ich habe da mal was vorbereitet.
aber wenn, dann kochen wir richtig von Anfang bis Ende und nicht irgendwelche geschnittene Scheiße. Ihr wisst ja sowieso, dass ich das mit dem Schneiden überhaupt nicht mag. Also nicht nur mich ins Fleisch schneiden, auch Videoschneiden meine ich. Deswegen alles uncut. Ihr seid von Anfang bis Ende dabei. Ich hätte jetzt natürlich auch meine, wenn ich alleine kochen würde, hätte ich jetzt meine Tochter gerufen, hätte ihr helfen können. Aber ich möchte halt nicht, dass er im Video mit drin ist. Wenn sie alt genug ist und selber entscheiden kann, dann ist das okay. Aber die ist 11 und da versuche ich sie noch von überall fernzuhalten. Von der Öffentlichkeit, also nicht so fernzuhalten, aber von der Öffentlichkeit. Wenn sie später alt genug ist, kann sie selber entscheiden. Der Sack Kartoffeln hat gekostet 1,99, wenn er das fragt. Das sind die ganz normalen im größeren Sack beim roten Netto. Und das sind immer die aus der Umgebung. Also kann sein, dass sie bei euch total toll sind und bei uns hier total scheiße. Weil Netto arbeitet ja mit Zulieferern aus der Umgebung zusammen. Regionale Produkte fördern, ungefähr so hieß das Programm damals. Und dann sieht man auch, wenn ich jetzt hier mit Frauchen und Kind über das Land fahre, irgendwo hin und irgendwo ein Kartoffelacker ist, dann kann das schon mal vorkommen. Oder Spargel oder was weiß ich. Dass da ein Schild ist, hier wird Ware für Netto produziert. Und durch den Winter, also ich sage ja nicht, dass Netto allgemein scheiße Produkte hat oder so, nee. Aber durch den Winter und ja, Kuddelmuddelwetter ist das halt hier in der Region natürlich anders, als wenn man Kartoffeln aus Spanien oder aus dem Gewächshaus hat, weil da ist immer das gleiche Klima, aber hier, naja, und da können sie auch was gegen Schädlinge machen, hier ist es halt regional, da nehmen sie auch nicht so viel Pestizide, was ich sehr gut finde, aber man hat dann halt auch so Kartoffeln mit bei, die scheiße sind. Das heißt, dass du schon mal von einem Sack Kartoffeln ein Drittel wegschmeißen kannst, aber du weißt wenigstens, woher die Kartoffeln kommen. Und das finde ich sehr positiv. Also wir holen jetzt nicht nur Bio, weil vieles, wo Bio draufsteht, ist überhaupt kein Bio. Da haben wir schon genug Berichte geguckt, Frauchen und ich. Das ist alles nur Larifari. Viel Geldmacherei. Steht Bio drauf und ja, das war jetzt übrigens der Kater. Nee, Mausi war das. Ah, die machen schon wieder. Die Schweine. Der hat eigentlich keine Eier mehr, der Kater. Der dürfte ja nicht mehr machen können. Ich glaube, der macht da einfach nur aus purer Verzweiflung, weil Mausi ihm so auf den Sack geht. Und dann gibt es da halt eine Weile Ruhe. So, nochmal wegschmeißen hier. Noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Zeta. Noch ein bisschen mehr. Soll ja auch genug sein. Genug. Ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil meine Frau meckert immer, wenn ich sage, genug. Sagt sie immer, genug gibt es nicht. Das heißt, es gibt genug. Und ich, um sie zu ärgern, sage, was? Was gibt es genug? Arme Zahn. Zeigt zu doll zugebissen, jetzt tut mir der Zahn wieder weh. Also das ist immer das langweiligste und beschissenste. Kartoffeln schälen. Gucken wir noch immer nach den Zwiebeln. Oh ja. Teilweise werden sie schon braun. Noch mal ein bisschen rühre. Das braune nach außen, das neue, das nicht braune nach innen. Ich werde das auch nicht abgießen. Ich werde die Zwiebeln mit Öl drin machen. Weil selbst
logischerweise im Öl sind Geschmacksstoffe drin und nicht nur die Zwiebel an sich. Guck mal nach dem anderen Sack. Ach, hier sind auch noch große drin, seht ihr? Können wir das alles ein bisschen beschleunigen. Nehmen wir hier einfach mal ein paar große. Und hier ist noch eine ganz große. Da kriegen wir das auch viel schneller hin. Falsche Messer. Und die sind auch noch fester als die anderen. Und die liegen auch besser in der Hand. Da kriege ich das auch noch besser hin, dass sie halbwegs rund werden. Ein bisschen muss ich wegschneiden hier. Schwarze Ecken drin. So, hier oben auch noch. Und ja, für von Hand sieht das da ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, hier musste ich wegschneiden. Die mache ich jetzt auch noch ein bisschen kleiner. Die mache ich jetzt dreimal in der Mitte durch, weil die anderen ja kleiner waren, die Kartoffeln, und ich habe sie klein gemacht. Sonst, also müssen wir von der Größe schon in etwa identisch sein, weil sonst haben wir verschiedene Garpunkte und das heißt dann, ein paar Kartoffeln werden total matsch, ein paar sind roh, ein paar sind gut und das wollen wir ja nicht. Deswegen einmal in der Mitte durch und dann mache ich hier zum Beispiel einmal und weil wir hier ein größeres Stück haben, mache ich einmal, nochmal durch, fertig. So, eine Kartoffel noch und dann gucke ich noch mal nach den Zwiebeln. Riecht auf jeden Fall schon mal gut. Was ich euch auch empfehlen kann, werde ich auch gleich nachher mit den Kartoffeln zeigen. Die machen wir auch nicht stinknormal. Muss ja genug machen, das soll ja für mich reichen, für Frau reichen und für Tochter. Weil wie gesagt, Feiertag, Tochter ist nicht in der Schule, die ist zu Hause. So, jetzt würde ich sagen, da sind wir doch schon mal auf einem guten Weg. Oder? Na, ein, zwei mache ich noch. Weil wenn meine Frau richtig Hunger hat, dann kann die so, ja, die sieht nicht so aus. Ihr habt ja Videos von ihr gesehen, wo wir die Jellybean Challenge gemacht haben. Die sieht so klein und zierlich aus, aber ihr glaubt nicht, wenn die Hunger hat, dann kann die richtig essen. Das ist ein Grund dafür, warum ich sie so liebe. Die ist da nicht so zaghaft. Die isst auch Salat, ja. Gerne so, ja. Und viel. Aber wenn ihr was schmeckt oder die Hieber hat oder halt wir die ganze Zeit unterwegs waren und sie überkommt der Hunger, das ist überhaupt kein Problem, dass sie da mal drei Big Döner am Stück futtert. Das ist überhaupt kein Problem. Ich liebe die Frau. Wo wir im XXL-Restaurant waren, kann ich euch auch erzählen, da hatte ich ja, ich habe ja Fotos gepostet von meinem 2 Kilo oder 3 Kilo Schnitzel, was ich da hatte, muss da mal gucken. Bei Instagram habe ich das gepostet, bei YouTube habe ich es, bei Google habe ich es gepostet, ach Quatsch, bei Twitter, nee Quatsch, doch Twitter auch. Und Facebook. Da hat meine Frau Kartoffeln mit Soße und Rumpsteak gegessen. Knapp ein Kilo, 800 noch was oder so. Das hat die weggeputzt wie nix. Das ist voll cool. Eine Frau, die gut essen kann und da sich nicht so zierlich hat, so, oh nein, oh. Und dann einen Tag waren wir unterwegs. Ich weiß ja nicht mehr, was da war. Da waren wir... Ach, genau, da waren wir... Da waren wir Aquadom. Und da hatten wir halt auch zwar Essen mit, aber
Ja, ihr wisst ja, wie es ist, dass man da den Hunger kriegt und richtig Hunger kriegt und so. Und wir haben 2 Stunden nach Berlin gebraucht, 2 Stunden zurück. Nee, Quatsch, das war nicht Aquadom. Nee, das war Lego. Da waren wir im Legoland mit Dagon und Baumarkt. Erstmal ganz liebe Grüße von hier aus, von mir an Dagon und Baumarkt, falls Sie das sehen sollten. Und dann waren wir auf dem Rückweg und auf einmal haben wir Hieber gekriegt, ohne Ende. Und wollten dann halt auch nicht normal Abendbrot essen und haben dann halt Döner geholt und da hat meine Frau 3 Döner weggeputzt. Das war nichts. Danach hat sie ein Verdauungszigarettchen geraucht und dann war sie ganz glücklich. Und eine glückliche Frau ist eine gute Frau, weil dann ist sie lieb zu dir. Weil meine Frau, wenn die launisch ist, die kann launisch sein. Da brauchen wir ja nichts zu verschönern. Ich liebe meine Frau, aber wenn sie launisch ist, kennt ihr das Märchen mit dem Froschkönig? Was die Prinzessin mit dem Froschkönig gemacht hat, das könnte ich da dann auch manchmal mit ihr machen. Aber sie kriegt sich dann immer relativ schnell ein. Es sei denn, ich lache dann, weil wenn sie sauer ist, dann ist, kann sie auch, sieht sie sehr süß aus. Und dann lache ich auch gerne mal. Oder grinse und dann wird meine Frau natürlich noch wilder. So, gleich haben wir es geschafft. Die Brühe riecht auch schon mal sehr gut. Sehr kräftig vor allen Dingen. Ach, eine Kartoffel hauen wir noch rein. Was soll der Geiz? Soll ja reichen. Und wenn was übrig bleiben sollte an Kartoffeln, was macht man mit Kartoffeln, die übrig bleiben? Man macht Bratkartoffeln raus. Oder irgendeine andere Soße. Soßen sind schnell gemacht. Schnitzel habe ich glaube ich auch noch da. Im Gefrierfach? Nee, haben wir nicht. Die haben wir letztens aufgebraucht. Ah, Cordon Bleu haben wir. Glaube ich. Waren ja letztens einkaufen. So, das müsste jetzt reichen für mich, Frau und Tochter. Muss ich euch mal hier so ein bisschen rüberschieben, dass ich hier mal die Kartoffeln waschen kann. Mit kaltem Wasser. Nicht mit warmem Wasser, weil sonst sieht die Kartoffelstärke raus. Und dann leidet auch der Geschmack drunter. Meine Frau wäscht die nie ab. Macht die mal so sauber. Und braucht die dann nicht abschneiden. Und dann geht auch keine Kartoffelstärke raus. Und dann schmecken die natürlich immer noch ein bisschen besser. Mit der Kette vielleicht doch einen größeren Topf nehmen sollen. So, jetzt haben wir hier unseren Kartoffeltopf. Aber bevor es jetzt weitergeht, einmal nach den Zwiebeln gucken und es sieht verdammt gut aus. Hoppala. Ich muss euch mal mitholen, weil so lange ist der Kabel nicht. Ja, ich weiß, das heißt das Kabel. Ich sag trotzdem der Kabel. So. Die Platte kann ich nämlich gleich anlassen für die Kartoffeln. Müsste eigentlich raufpassen. So, das sieht dann nämlich jetzt so aus. Schön goldbraune Zwiebeln in Öl. Die machen wir jetzt einfach hier mit rein. So. Das Öl mit rein. Und dann sieht das hier schon mal sehr positiv aus. So. Dann habe ich euch ja was gesagt, wir wollen ja Kartoffeln ein bisschen was anders machen. So. Hühnerbrühe? Hühnerbrühe? Scheiße, haben wir ja keine Gemüsebrühe mehr. Ah, da ist sie. So. Man kann auch Fleischbrühe nehmen, also was ich eben genommen habe, aber ich bevorzuge bei Kartoffeln so ein bisschen Gemüsebrühe. Einfach oben ein bisschen rüber. So. Das vermengt sich von ganz alleine. Und wenn ihr wollt, frische Petersilie oder wo haben wir sie? Da. Petersilie aus dem Glas. Bisschen rein. So. Ihr werdet sehen, ihr habt nicht nur so normale Kartoffeln, sondern die haben so einen kleinen Eigengeschmack. Ein bisschen durchmenge ich das mal hier so. So.
dass halt überall so ein bisschen Petersilie drankommt. So. Die schmecken ein bisschen aromatischer. Und so kann man auch, wenn man eine Soße hat oder so, die an sich so ein bisschen fad ist oder nicht so kräftig vom Geschmack, kann man damit halt ganz super... Wo ist denn der Deckel hin jetzt? Ach da. Kann man damit ganz super noch ein bisschen Aroma rauskitzeln. So. Jetzt ist es nämlich soweit, dass wir die Klopse machen können. Ach so. Dafür mache ich mir mal hier vorne ein bisschen Platz. Kartoffeln kommen weg. So. Und jetzt brauchen wir die Klopse. Hier ist der Klopsteig. So. So. Oh, ja, die riechen richtig gut. Und man sagt, in der Regel soll man so um die 100 Gramm Klopse machen. Ich habe keine Ahnung, was 100 Gramm sind jetzt, wenn ich die in der Hand mache. Ich mache die frei Schnauze. So, so in etwa mache ich die alle dann. Da braucht er eigentlich nur machen, drin machen. Die sinken ganz gleich, gleich nach unten, also sofort nach unten. Und wenn sie dann gut sind, dann sind sie an der Oberfläche. Dann kann man sie rausnehmen. So. Aber ich glaube, ich muss nachher doch noch ein Sieb nehmen, weil durch die Zwiebeln und so. Na, mal gucken. So, ja, noch ein bisschen zu viel. So. Ich mache die auch nicht nach irgendwie nach einer Schablone oder so. Einfach frei Schnauze, so dass in der Hand, dass man so ein bisschen, so wie Hex und Lehre lernt, so viel, dass man in der Hand so ein bisschen drehen kann und dass sie dann halt so, so bündig in der Hand sind. Kann jetzt natürlich noch dauern, weil es sind 500 Gramm gehacktes und, also gemischt, Schwein und Rind. Mit nur Rind schmecken sie auch, aber gemischt ist dafür wirklich am besten. Und ein schönes Schweinefleisch, ein schönes Schweineschnitzel hat oder so, das schmeckt auch ganz lecker. Muss nicht immer nur Rind sein. Viele bevorzugen ja Rind. Und bei mir ist es halt, kommt drauf an. Bei manchen Sachen bevorzuge ich Schwein, bei manchen Rind, kommt halt drauf an. Wild ist jetzt gar nicht so mein Ding. Wild hat so einen eigenen Geschmack, aber meine Frau will mal wild machen. Und dann halt so in so einer Buttermilchsoße einlegen. Und dann soll das wohl ganz gut werden. Und soll wohl angeblich den eigenen Geschmack rausziehen. Ich lasse mich mal überraschen. Ich habe mit Wild keine guten Erfahrungen gemacht. Ja. Da kann sich noch ein bisschen hinziehen. Wir haben noch genug Masse. Nee, das ist zu viel. So ist richtig. Ich könnte es natürlich auch mit weniger machen. Ich mache es mit 500 Gramm, weil, wie gesagt, soll ja für mich Frau, Tochter reichen. Ja. 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 Müssen auch nicht alle genau gleich sein, könnten ein paar größere, ein paar kleinere machen, weil der eine mag sie eher groß, der andere mag sie eher lieber klein. Und so sieht sie halt auch nicht so stinknormal auf dem Teller aus, wenn sie alle eh nur die gleiche Größe haben, ist ja auch blöde. Aber bald haben wir die geschafft.
glaube aber, der Top ist vielleicht für die ganzen Buletten doch ein bisschen zu klein. Die brauchen ja schön Platz. Da machen wir mal hier auf die Seite welche rein jetzt. Logischerweise gehen sie durch das heiße Wasser, weil das ja dann auch wieder kocht dann nachher. Nach unten. Viele sagen, man sollte die Temperatur runterstellen, bevor man die Klopse reinmacht. Ich mache das immer eigentlich so, dass ich die Klopse reinmache und dann erst runterregel. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist halt so meins. Ich finde, ich habe doch ein bisschen zu viel Zwiebeln genommen. So. Auskratzen. So, eine kriegen wir noch hin daraus. So. Dann machen wir jetzt den Deckel drauf und wir regeln das mal auf die unterste Stufe, also auf 1 oder 1,5, 0,5 oder 1. Ich mache auf 1. Ich lasse auf 1. So, jetzt muss ich euch hier noch mal ein bisschen beiseite stucken. Weil was kommt natürlich, nachdem man so viel eingesaut hat, abwaschen. Oder erstmal wenigstens grob abwaschen. Das mache ich halt nachher. Das ist erstmal nur so, dass es erstmal grob sauber ist, weil ich werde wahrscheinlich, wenn es drin passt, die Klopse hier in die kleine Schüssel machen dann. Obwohl, die kann ich ja auch gleich, ne, die sortiere gleich raus. Und das Gehackte ist halt immer sehr hartnäckig, wenn man es nicht gleich wenigstens vorwäscht, vorab wäscht. So, die Pfanne ist immer noch ein bisschen heiß, die können wir ja mal hier drinnen lassen. Oh. Topflappen brauchen wir. Das Messer brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr, aber ich gebe mir die mal sicherheitshalber auf. So, Arbeitsplatte nochmal sauber machen. So. Und jetzt können wir nämlich schon langsam anfangen mit der Soße. Die müssen wir ja auch noch vorbereiten. So. Und dafür hole ich euch jetzt wieder etwas zu mir ran. Und da brauche ich natürlich jetzt erstmal wieder, muss ich erstmal nochmal nachgucken, dass ich wirklich nichts Falsches mache. Weil ich muss mir nochmal ein bisschen alle drin holen. Ja, hier mit Weißwein ablöschen, das mache ich nicht. Ich mag das nicht. Die Milch dazugeben, 1 bis 2 Kellen Brühe, Pfeffersalz dazugeben. Ja, also die ersten Klopse schwimmen schon relativ oben, aber das ist eher, weil es voll ist. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Und jetzt werden wir erstmal, viele machen halt einen extra Topf. Und machen da eine Mehlschwitze, machen das in anderen. Ich mache jetzt die Mehlschwitze hier drinnen. Also die werdet ihr jetzt nicht wirklich mitkriegen können. Ich hole euch dazu noch mal ein bisschen mehr ran. Da, wenn ihr eine Mehlschwitze macht, da müsst ihr jetzt aufpassen. Wir wollen, ach, da hinten ist es. Ja, ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich mache mal anders. Welchen, da ist denn der? Da ist der da oben dran. So, ich mache mal mit die Mehlschwitze hier auf dem. Da komme ich besser ran. So. Habe ich mich am Anfang vergessen. Mehl brauchen wir nämlich auch noch. Aber was man nicht im Kopf hat, hat man in der Beine, hat meine Mutter immer so schön gesagt. Und so ein Schwachsinn hier mit Esslöffel und sowas mache ich auch nicht. Das
Blödsinn, da komme ich sowieso nur durcheinander. Ich nehme jetzt hier einfach ein Stück Butter. Ich weiß nicht, wenn ich hier stur nach Rezept mache, wird es bei mir sowieso nie was. Oder entweder zu viel oder zu wenig. Deswegen, ihr könnt es auch mit Margarine machen. Ich finde es aber mit Butter schöner, weil Butter hat diesen schönen Eigengeschmack. Margarine ist, finde ich, es schmeckt halt nicht. Auch auf Brötchen oder Butter, Brot, finde ich, schmeckt Margarine scheiße. Da gibt es nichts über ein schönes Stück Butter. So, dann nehmen wir jetzt hier einfach mal so ein Stück. Klatschen wir hier mal rein. Ach, warum knauserig sein? Nochmal einen kleinen Streifen. So. Und dann lassen wir die Butter hier mal schön schmelzen. Die darf nicht braun werden. Da müsst ihr dann halt auf Zack sein. Müsst ihr schnell machen. Weil wenn die braun wird, könnt ihr von vorne anfangen, weil dann kriegt ihr eine dunkle Mehlschwitze hin. Und wir wollen keine dunkle Mehlschwitze haben, weil Königsbergklopse ist an sich eine helle Soße. Also machen wir eine helle Mehlschwitze. Macht die so scheiße. So. Noch ein bisschen. Und hier jetzt auch ganz schnell müsst ihr sein. Weil ruckzuck ist die Mehlschwitze dunkel. Und dann ist es keine Mehlschwitze, dann ist es nicht geeignet für Königsbergklopse, weil Königsbergklopse, wie gesagt, so, ist eine dunkle Mehlschwitze. So, jetzt haben wir hier schöne Klumpen. So muss es sein. So gefällt mir das. So, jetzt nochmal sicherheitshalber nachgucken. Und zwar heißt in der Zwischenzeit die Soße für eine Mehlschwitze, Butter, schmelzen, haben wir gemacht. Was steht so ja da, nicht braun werden lassen. Das Mehl dazugeben. So, die Milch können wir jetzt schon dazugeben. Und dann nachher machen wir dann halt noch die Soße dazu. Wie gesagt, ich mag das halt. So. Na gut, jetzt ist es ein bisschen bröckelig geworden. Ich habe halt ein bisschen zu lange die Mehlschwitze gemacht, aber egal. So. Na, Kartoffeln. Nee, das wird nicht. Ich glaube, das habe ich versaut. Das habe ich versaut. Das wird zu dick. Das ist zu dickflüssig, das habe ich versaut. Das müssen wir normal machen. Dafür muss ich jetzt mal kurz das Mikrofon abmachen. Moment. Müssen wir jetzt hier noch schnell sauber machen, mal den Topf. Ein bisschen dick geworden.
Das ist ein bisschen dick geworden, das verstockt mir so ja meinen Abfluss. Ja, ich habe schon lange keine Mehlschwitze mehr gemacht. Wollte die jetzt eigentlich schon vorbereiten und wollte dann, aber die muss ich dann rechtzeitig vom Topf, vom Herd nehmen. Und das war jetzt mein Fehler, dass ich vergessen habe, die vom Herd zu nehmen. So, das brauchen wir noch, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir noch. Ach, und das brauchen wir für die Klöße. So, und dann nehmen wir nämlich jetzt, vergessen, das nehme ich jetzt, was ich hatte für Klopswasser. Können wir den Topf nochmal beiseite stellen. Die Klopse lasse ich dann, nee, ich nehme den großen Topf für die Klopse, weil sonst reicht das nicht, weil die Klopse sind ein bisschen viel geworden. So. Ah, ich würde sagen, aber ein bisschen würde ich es noch lassen, würde ich sagen. Gucken wir nach. Gucken wir nach. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Klops raus. Nehmen wir den hier mal. Ne, den nicht. Der ist hier ein Stück größer. Nee, die müssen noch ein bisschen, die sind jetzt hier, obwohl, naja doch, heiß. Konsistent geht eigentlich. Doch, ich würde sagen, ja, ein bisschen noch, die sind, vom Eigengeschmack sind die sehr gut. Aber in der Mitte noch nicht. In der Mitte, ich glaube, in der Mitte muss man ein bisschen. Stellen wir das mal beiseite. Können wir eigentlich das auslassen. Können wir ausmachen, mache ich dann nachher alles auf dem Topf. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Gucken wir nochmal nach. Ja, doch. Ah, hier sind noch große mit bei. Ich nehme jetzt erstmal die kleinen raus. Also die Größe, die ich eben hatte, war eigentlich ganz okay. Oder? Nee. Ich lasse die noch ein bisschen. Ich habe da irgendwie mein Bauchgefühl sagt, lass die noch. Lassen wir die auch noch mal ein bisschen sicherheitshalber. Kann es schwer beschreiben, aber ihr wisst ja sicher, wie das ist, wenn man so ein Bauchgefühl hat, wie so ein kleiner Engel, der halt einen Teufel auf der Schulter sitzt. Macht das nicht, macht das nicht. So sagt mir mein Bauchgefühl gerade, mach nicht. Und dann machen wir das natürlich auch nicht. So. Dann gucken wir uns jetzt in der Zeit mal die Kartoffel an.
Dann nehme ich jetzt einfach mal so ein größeres Stückchen. Ich kann das nicht. Mit Pieken und so. Ich habe das in der Lehre schon nicht gekonnt. Musste ringpieken, dann weißt du, ob es gut ist und so. Das konnte ich in der Lehre schon nicht. Ich mache es einfach immer ganz simpel. Ich nehme mir relativ eine große raus. Schneid hinten was weg, schneid vorne was weg. Schneid links was rechts, schneid rechts was weg. Und dann halt die Mitte, die heiß ist. Oh doch. Oh doch. Ein bisschen noch, dann ist es soweit. Und ich mag das ja. Also einfach nur roh Knacken kochen, Kartoffel. Finde ich sau lecker. Ich habe da auch extra kein Salz drin gemacht. Weil durch die Brühe schmeckt das alleine schon richtig gut. Weil die Soße, normalerweise macht man da Salz drin, logischerweise. Aber da ich ja mit Brühe Petersilie gemacht habe und auch hier Brühe drin ist, wo die Klopse schwimmen und wir das ja auch für die Soße nehmen, werdet denn ein bisschen zu viel. Ihr könnt es natürlich noch machen, testet es einfach, macht es mit Salz und macht es ohne Salz. Aber mir persönlich ist es so lieber. Können wir die Kartoffeln mal langsam abgießen. So, dann muss ich euch noch mal hier ein bisschen beiseite schieben. Achso, nee, das ist ja der. Muss halt aufpassen, wenn ich das mache. Ruckzuck habe ich meine Brille beschlagen. Gieß die auch gut ab. So, das sieht dann nämlich so aus. Ein bisschen Petersilie bleibt dann immer noch dran. Und die haben so einen richtig schönen eigenen Geschmack durch die Brühe. Gucken, ob noch Wasser wieder zusammengekommen ist. Ja, ein bisschen Tröpfchen. So. Und dann gibt es alten Hausmuttertrick. Was macht man, um Kartoffeln warm zu halten? Man stellt sie ins Bett. Ich gehe jetzt ins Badezimmer, nehme ein großes Handtuch und stelle die mal kurz ins Bett. Moment. Ich kann die auch auf Sofa stellen, weil da ist ja noch die Decke. So. Und schon bin ich wieder da. Das ist ein alter, ich weiß nicht, ob es im Westen den Trick auch gibt oder ob im Westen das auch gemacht wurde. Aber meine Mutter und meine Oma haben das immer gemacht. Die haben dann praktisch den Kartoffeltopf mit einem Handtuch rum und dann unter der Bettdecke gemacht. Dadurch bleibt die Wärme länger drin. Und die garen minimal nach. Klopse dauern natürlich ewig jetzt. Aber der war oben ja schon. Also müsste das doch jetzt langsam eigentlich gut sein. So, nun brauchen wir den großen Topf. Nochmal ausspülen, sicherheitshalber. So. Ich hole euch mal ran. Oh, ich
jetzt mir in die Seele hier aus dem Leib umrühren. Also die schwimmen auf jeden Fall oben, also scheinen wohl gut zu sein. Wollen wir nochmal ihn rausnehmen, testen? Nee, war, nee, machen wir nicht. Wir machen jetzt einfach mal so. So, nochmal schön abspülen. So. Und beim Rinnmachen sortiere ich jetzt nämlich gleich noch raus, weil ich immer noch ein bisschen paar Pigmentkörner und so was alles habe. Wie jetzt. Na komm her. Hier ist jetzt Zwiebel mit drin gekommen. Die nehmen wir mit raus. Umso besser macht sich das dann halt nachher. Obwohl, ich kann hier ja den da hinten mal runterdrehen. Das ist die Platte. Weil wir haben ja jetzt die Klopse fertig, da können wir auf der Platte gleich weitermachen. Da ist schon wieder so ein Dreckding. Oh, habe ich doch ein bisschen zu viel reingemacht. Ja, hinterher ist man nochmal klüger. Viele machen dann halt die Soße und legen die Klopse dann zum Schluss rein. Also machen die auf den Teller und machen die Soße einfach drüber. Ich mache die Soße und dann machen wir die Klopse nämlich nochmal in die Soße rein und kochen die nochmal auf. Und wo ich jetzt die Klopse sehe, weiß ich ja nicht, ob mein Top da überhaupt ausreicht, den ich habe. Ich glaube, ich muss doch den großen hier nehmen, den wir jetzt gerade eben hatten. Und muss mir dann ein bisschen Soße abgießen. So. Jetzt haben wir hier unsere Klopse. Die sind natürlich schön warm. Die können wir erstmal beiseite stellen. Und jetzt, ich weiß nicht, ist glaube auch ein bisschen zu wenig, wenn ich die Schüssel nehme. Ich nehme das hier. Mal ausspülen, dass wirklich kein Zwiebel dran ist. So. Die sagen zwar alle immer, man soll nur so 1-2 Kellen nehmen, aber meine Frau, meine Tochter und ich, wir lieben das eigentlich, wenn die Kartoffeln in der Soße schwimmen. Deswegen mache ich logischerweise mehr Soße. Jetzt muss ich mir das hier mal vorbereiten. So. Obwohl, nee, macht sich besser, wenn ich das dann später umgieße. So, nochmal einmal schön die Brühe umrühren, dass wir auch wirklich schön hier den Geschmacksstoff mitnehmen. Und das macht er am besten, wie gesagt, über das Sieb, dass wirklich die ganzen Schwebeteile hier rausgesammelt werden. Und die Zwiebel und die Pigmentkörner und die Lorbeerblätter, weil die wollen wir später in der normalen Soße nicht haben. So, kann man wieder reinmachen. So, haben wir einmal einen schönen Schwuppbrühe und dann machen wir uns nochmal einen Schwuppbrühe. Viele machen das auch, oder beziehungsweise ich habe es damals auch gemacht, ich habe erst die Königsbergklopse gemacht und habe die Soße, also das Wasser, das Kochwasser, nicht nur für die Königsbergklopse gemacht, sondern wo die fertig waren, habe ich davon genug abgemacht, logischerweise für die Soße. Und ich habe das Wasser nochmal, was übrig war, genommen für die Kartoffeln. Kann ich euch auch empfehlen, gibt einen richtig schönen Geschmack.
kenne auch einige, die sich die Brühe dann, wenn sie mal Königsberger Klopse machen, sozusagen, oder Fleisch kochen oder irgendwas, einfrieren. Weil die kann man immer mal YouTube brauchen, wenn man irgendwie eine Brühe macht oder eine Soße oder so. Und schmeckt definitiv 1000-mal besser als die Fertigsoßen. Weil selbstgemacht ist immer besser als fertig, logischerweise. Ich bin da, muss ja auch sagen, ich bin da auch ein bisschen jetzt verwöhnt durch meine Frau. Weil vorher, wo ich alleine war, oder Wochenende, wenn es schnell gehen sollte, habe ich mir hoch halt eine Fertigsoße gemacht. Aber meine Frau macht das so lecker. Die hat letztens, oder ich habe letztens eine Fertigsoße gemacht, weil ich gedacht habe, ja, jetzt schnell, machst du Cordon Bleu oder Schnitzel hatte ich gemacht und eine Fertigsoße. Weil reicht ja aus. Hat ja früher auch geschmeckt. Ja, früher war früher, würde ich sagen. Das hat dann wohl nicht mehr so geschmeckt und ich habe dann... War jedenfalls nicht mehr so schön wie früher. Also wie ich es in Erinnerung habe. Boah, jetzt muss ich mir erstmal... Ist nämlich ein bisschen heiß hier am Herd. Ich muss noch mal kurz. Moment. Achso, ist ja sowieso egal, welche Richtung ich mache. Die sind ja. Naja. So. Jetzt haben wir hier praktisch die Brühe noch übrig. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die können wir jetzt wirklich wegschütten. Obwohl die richtig schön. Richtig schön kräftigen Eigengeschmack hat. Ich bin da gerade sehr begeistert von. So, dann mal hier den Topf ausspülen. So, reicht. Reicht, weil wir brauchen auch nicht so gründlich ausspülen, weil kommt ja sowieso die gleiche Soße wieder drin. Wir brauchen den jetzt erstmal nur für die Unterspitze. So. Und natürlich verstopft mir das ganze Waschbecken. Habe ich jetzt wieder nicht nachgedacht. Muss ich kalte Wasser erstmal nachmachen, damit ich mir nicht die Pfoten verbrühe. So. Jetzt haben wir das fertig. Das brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. So, jetzt können wir nämlich hier noch, bevor wir richtig anfangen, klar Schiff machen. So, ich muss ja nachher wieder abwaschen, kenne ich schon. So. Und jetzt machen wir die Mehlschwitze nochmal. Dafür bereite ich mir mal meine Soße vor. Die Suppe, die machen wir hier hin. Mehl brauchen wir, die machen wir dahin. Butter brauchen wir. Ich lese nochmal nach. Achso, die Kapern brauchen wir ja auch noch. So, seht ihr? Beinahe die Kapern vergessen, die müssen ja auch rein. Ich finde die eklig, aber naja. Wo waren wir denn jetzt? Soßenzubereitung. In Zwischenzeit, Mehlschwitze, Butter, genau. Okay. 1-2 Kelle Milch. So, jetzt machen wir uns erstmal den Herd hier nochmal an. Der steht auf 1. Wir machen uns den mal auf 3. Dann nehmen wir uns nochmal ein Stück Butter.
Und, ach scheiße, seht ihr? Ich habe gesagt, mit Messer brauchen wir nicht mehr. Klar brauchen wir noch. Wir müssen hier Butter schneiden. So. Na komm doch ab hier. Mitsch. So. Na, vielleicht noch einen Klecks gerade machen hier. So. Soll ja gut schmecken. So. Kann keiner hängen. Fast ein halbes Stück Butter weg. Na gut, ich habe ja auch einen Fehlversuch gehabt. Aber es klappt halt nur nicht immer beim ersten Mal alles, wie es klappen soll. Oh, schon wieder zu dick. Zu viel Mehl. So, und jetzt Milch rein. Und jetzt gut durchrühren. Noch mehr Milch rein. Milch reicht jetzt. Und jetzt werden die Klumpen schön weich. Und zwar lösen sich richtig schön in der Soße auf und wenn nicht, habe ich noch ein Sieb und haue das durch Sieb. So, jetzt die Brühe. Ja. Und das sollte eigentlich reichen. Die haben alle gesagt, immer 2-3 Löffel. Seht ihr, das reicht nicht. Schön Soße rein hier. Aber ich glaube, ich mache noch einen Schwupp Butter rein. Brühe. Nochmal Brühe. So, seht ihr, 1 Liter Brühe habe ich jetzt drin. Jetzt löst sich das schön auf, die Mehlschwitze ist schon fast weg, aber ist mir jetzt zu flüssig. So, mache ich einfach noch mal ein bisschen Mehl mit rein. So. So ist gut. Jetzt gibt es natürlich Flocken. Scheiße. Aber ich habe ja noch ein Sieb. Ich hau das nachher durch ein Sieb. Jetzt ist es aber wieder schön dickflüssig, sämig. So wie die Soße sein soll. So, und jetzt müssen wir noch die Kapern nehmen. So, die müssen wir nämlich noch abgießen. Jetzt machen wir das erstmal kurz runter vom Topf, von der Flamme. Weil die Kapern, die sind ja so in einem Glas drin. Die dürft ihr nicht komplett mit dem Wasser nehmen, weil das schmeckt eklig. Gießen wir immer ab, wenn so rauskommen würden. So, abspülen braucht er sie jetzt nicht unbedingt. Geht jetzt nur darum, dass das Wasser jetzt abkommt. Hier, das, was hier drin ist, das ist ekelhaft. Nur die puren Kapern, dann könnt ihr ein ganzes Glas reinhauen. Bumm, fertig. So, das ist Essigwasser. Puh. Pure Essig, die Kapern. Puh. So, ich habe ja noch ein bisschen Brühe, weil wir brauchen viel Brühe, viel Brühe. So, holt euch wieder ran, weil wie gesagt, meine Frau Icke, meine Tochter, wir lieben das. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich jetzt wirklich alles, Soße zubereiten.
Soße zubereiten mit Soße. Mehl ist drin, Wein braucht man nicht, Kapern, Butter, Milch, Salz, Pfeffer kommt auch noch rein. Seht ihr? Vergesse ich wieder die Hälfte. Reicht. Und Pfeffer reicht auch. So. Und noch ein bisschen Soße. Oh, das wird gut, Leute. Das wird so toll. Wenn meine Frau das ist, die ich vergifte die noch, ey. Ich hätte eigentlich die Kapern auch später drin machen können. Aber die sollen ja noch ein bisschen Geschmack abgeben. Und eigentlich hätte ich auch noch ein paar Kapern aufheben können für die Garnierung. Aber ist mir aber auch gerade jetzt erst eingefallen. So, jetzt müssen wir langsam auch mal kosten. So, bin mal gespannt. Ich weiß nicht. Bisschen mild. Also es schmeckt schon so, aber ein bisschen mild. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein machen. Ich muss noch ein bisschen kräftiger werden. Ist noch ein bisschen zu mild. Und die Soße kriegt ja auch zusätzlich gleich noch Geschmack, wenn ich ein paar Bulettchen oder Klöße wieder reinmache. Doch, jetzt kommt's langsam. Jetzt kommt's langsam. Ich guck nochmal sicherheitshalber nicht, dass ich wirklich noch irgendwo was vergessen habe. Nö, in die Soße kommt nur Salz, Pfeffer, Petersilie. Ach, mit Petersilie anrichten. Butter, Kapern, Brühe, Weißwein, Mehl und Milch. Ich glaube, ich mache aber noch einen Schuss Milch drin. Und noch ein Stück Butter. Kleine bisschen. Dann wird es noch ein bisschen butteriger, ein bisschen sämiger. Und die Milch gibt auch noch mal ein bisschen helle Farbe dazu. So. Ich hätte mir mal mehr Soße aufheben sollen. Oh doch, oh doch, 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 jetzt. Doch, doch, jetzt kommt es. Noch eine Spur Butter und Milch hat gefehlt. Jetzt kommt's. Doch, jetzt kommt es.
Jetzt kommt es richtig schön durch. So, und jetzt nehme ich mir die Klöselein und haue die hier einfach mit rein. Dadurch steigt der Soßenspiegel auch noch mal ein bisschen was. Müsste denn eigentlich vielleicht so ja doch reichen. So. Na, doch nicht mehr. Na, die kriegen wir doch noch unter hier. Ja, doch. Wer da gelacht. So. Jetzt will ich aber noch mal das Sieb haben. Ich will nämlich noch die restliche Brühe, was jetzt hier noch drin ist, noch mit drin machen. So. Und ich mache jetzt vom Rand aus umrühren, damit die Klößchen nicht kaputt gehen. Aber wir müssen halt umrühren, damit die nicht anbrennt, die Soße. So, und dann vorsichtig an der Seite rein. Und dann macht sich halt so ein Plastikquirl halt wirklich am besten. Ich kann auch nur Plaste nehmen, weil sonst rupp ich hier die Beschichtung ab. Ach, hier hängt auch noch was. Ach nee, das sind Kapern. Gut, ich habe gedacht, hier hängen noch Pfefferkörner oder irgendwas dran. Aber ich habe ja die Kapern schon drin. So. So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Wir lassen das jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufkochen. Oh ja. Oh ja. Aber ein bisschen Geschmack fehlt noch. Was machen wir da jetzt noch hin? Ein bisschen Salz, Pfeffer muss noch hin, glaube ich. Ich glaube, ein bisschen Salz, Pfeffer machen wir noch rein. Nee, Salz nicht, oder? Na doch, eine Prise. Eine Prise Salz noch. So. Und eine Prise Pfeffer. So, und jetzt kann ich meinen Ring auch wieder aufsetzen. So. Und jetzt kocht das hier richtig schön auf. So, vom Rand durch. Jetzt müssen wir nochmal schön umrühren, dass Salz und Pfeffer sich hier vermengen. Und aufpassen, dass wir die Klöße nicht kaputt hauen. Weil das sieht ja dann scheiße auf dem Teller aus. So, müssen wir noch kurz köcheln lassen und ich würde sagen, dann sind wir fertig. Ich mache auch dann zum Schluss, das filme ich jetzt nicht, weil ich mache dann gleich sauber und dann tische ich auf und so. Ich mache dann noch ein Foto, das hänge ich am Schluss hinten ran von ein oder zwei fertigen Tellern. Ich würde sagen, geht. Der Eingeschmack ist nicht zu heftig, das mag ich nämlich nicht. Das ist schön ausgewogen, würde ich sagen. Hat auch eine schöne Konsistenz. Gut, ein bisschen bröckelig, ein bisschen mehlbröckelig ist es mir geworden. Aber doch. Man kann es essen und man vergiftet nicht. Ich glaube, wenn meine Frau das kostet, die wird das nicht so toll finden und wird mir dann natürlich sagen, oh Schatz, die hast du so toll gemacht.
Alleine nur, weil ich endlich mal was gemacht habe. Also kochenmäßig. So. Ein paar Bulettchen sind mir jetzt gerade kaputt gegangen. Aber ein bisschen müssen wir noch kurz warten. Aber es kommt. Definitiv kommt es jetzt hoch. Ah, hier ist ein... Nee, der... Oh. Wir nehmen uns jetzt nochmal einen Klotz und gucken mal in der Zeit, wie uns der Klotz jetzt geworden ist. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ja, der zerfällt schön auf der Zunge. Nicht zu weich, nicht zu hart. Ich bin sehr begeistert, wie ich die Klopse hingekriegt habe. Was ich bei der Soße ein bisschen zu wenig habe, habe ich bei der Klopse richtig. Doch. Doch, doch. Das wird gut. So, nochmal kurz umrühren. Nicht so perfekt wie jetzt, wenn meine Frau kocht, weil wenn meine Frau kocht, Leute, selbst die einfachsten Speisen oder einfachsten Soßen, die macht nur ein Schnitzel, das schmeckt so scheiß lecker. So, aber jetzt würde ich sagen, reicht das. Die Soße ist schön dick, ein paar Bulettchen haben so ein bisschen noch Fasern abgegeben. So. Ja, doch. Doch. Ich könnte vielleicht noch eine Prise Senf reinmachen. Dann kommt noch ein bisschen wie bei süß-sauren Eiern, aber die Königsberg-Klopse haben ja auch so leicht Senfiges. Ich glaube, ich mache noch eine Prise Senf ran. Eine kleine Prise Senf. Wie gesagt, das ist, was ich jetzt mache, das ist nicht das Originalrezept. Da kommt an die Soße kein Senf ran. Und macht da nicht so viel. Senf hat zu viel Eigengeschmack. Aber so eine Prise bringt halt noch so ein bisschen eine kleine senfige Note. So, und dann gucken wir mal, was die Soße jetzt sagt. Oh, perfekt. Perfekt. Doch, jetzt geht's. Jetzt ist es perfekt. Jetzt können wir den nämlich beiseite stellen. Herd haben wir ja schon komplett aus. Und einmal hier hoch. Das braucht jetzt nicht weiter köcheln. So. So, jetzt kann ich euch hoch machen. Na komm. So. Ach. Moment, mir rutscht die Kamera weg. So. Jetzt sind wir fertig. Mit Königsberger Klopse mit Kartoffeln. Ich muss jetzt hier erstmal klar Schiff machen. Das stört die Kamera. Das mache ich lieber separat. Vielleicht mache ich dann noch mal ein Video, wenn ich das alles auf dem Teller mache. Oder ich mache ein Foto, das weiß ich noch nicht. Aber hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Also es kommt noch auf jeden Fall was. Ob ein Video oder Bild oder Bilder, werdet ihr gleich sehen. Ich verabschiede mich jetzt aber hier schon mal. Ahoi, sagt euer Odin. Ach, und wenn es euch gefallen hat, dann natürlich lasst einen Daumen oben da. Vergesst nicht, die komische Glocke zu aktivieren, dass ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ich was Neues mache. Wir sehen uns. Bis dann. Ahoi, sagt euer Odin. So, da bin ich nochmal. Ich habe mir was eingefallen, ich habe noch was vergessen. Ich habe ja ein bisschen Senf drin gemacht, wisst ihr ja.
Habt ihr ja gerade neu gesehen. Ich habe mir da extra Zitrone hingestellt, um so ein bisschen drin zu kriegen. Was ich mit dem Senf jetzt versucht habe. Also machen wir jetzt einfach nochmal einen puren Schuss Zitrone rein. Nicht zu viel. Weil ich ja kein Weißwein nehme. So. Und jetzt gucken wir mal, wie das jetzt schmeckt. Jetzt müsste es wirklich so schmecken, wie man es gewöhnt ist. Ja. Jetzt ist es perfekt. Definitiv perfekt. Könnt ihr jetzt natürlich noch einen Spritzer Zitrone drin machen. Aber lieber zu wenig als zu viel. Weil man kann ganz schnell zu viel Zitrone nehmen und dann ist es einfach nur sauer und so. Das wollen wir nicht. Deswegen lassen wir das jetzt so. Ich mache doch nochmal nachher ein Video, wenn ich das auf dem Teller mache. Aber jetzt muss ich hier erstmal klar Schiff machen. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Und ich habe jetzt Tisch eingedeckt und Teller fertig gemacht. Ich warne euch vor, es sieht jetzt nicht so aus, wie man es von Bildern her kennt. Aber es wird hoffentlich lecker sein. Ich zeige euch das mal. Oh, so. Also grün ist mein Tischdeckchen, rosa ist meine Frau und da ist meine Tochter. Es sieht jetzt nicht so appetitlich aus, wie man denkt. Die Klopse haben sich noch ein bisschen aufgelöst. Aber das ist ja ein gut, dann ist die Soße noch ein bisschen dicker. So mag ich das, so sieht das gut aus. Hier sieht man vielleicht ein bisschen besser. Zwei Klopse, hier sind dann noch so Einzelteile, was sich so von den Klopsen gelöst hat. Ja. Wie gesagt, es sieht jetzt nicht so lecker aus. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Also mir schmeckt es. Also ich habe ja die Soße gekostet. Jetzt kommt es drauf an, was meine Frau sagt. Ob meine Frau sagt, oh, hast du gut gemacht? Oder nächsten Geburtstag gehen wir doch lieber wieder essen. Wenn wir hier sehen, also, das ist nicht meine Frau. Das würde meine Frau nie sagen. Die würde auch, wenn es scheiße schmeckt, würde die sagen, hast du aber super gemacht, Schatzi. Ja, die lässt sich dann immer nicht anmerken. So, aber jetzt wirklich, jetzt mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Das Kochvideo werde ich auch morgen erst bearbeiten. Denke mal nicht, dass ich es heute bearbeiten werde. Wir werden uns noch einen schönen Tag machen. Wir wollen noch einen Film gucken, Frauchen und ich nach dem Essen. Und heute ganz entspannt, ohne Stream, ohne irgendwas. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. Ach, und nicht vergessen, Adäumche wer Adräumche. Haut da rein.